Hallöchen, meine lieben Zombie-Freunde, und damit begrüße ich euch herzlich zu einem weiteren Projekt auf meinem Kanal Resident Evil 3. Ja, wir haben letztens Resident Evil 2 durchgemacht und jetzt machen wir direkt im Anschluss sozusagen Resident Evil 3. Gut, mit ein paar Tage verzögert. Ich habe ja gesagt, Montag die erste Folge. Heute ist Montag. Okay, in meinen Zeitverhältnissen ist es eher Sonntag, weil ich heute direkt aufnehme auf dem Sonntag. Ja, wir wollen auf jeden Fall nicht so viel quatschen, wir wollen starten. Fortsetzen, ja, ich habe schon mal kurz reingemacht, damit wir dieses Bild direkt im Hauptmenü haben. Ansonsten steht da einfach nur Spiel starten und Optionen. Ich hoffe, von der Tonlage passt das alles. Ich hoffe es. Ansonsten muss ich mal gucken und dann anpassen. Aber müsste eigentlich, ich habe die gleichen Einstellungen wie bei Resi 2 jetzt. Tonverhältnis. Ja, wir gehen auf neues Spiel, assistiert, Standard oder Veteran. Ich bin eher so der Standardspieler. Von daher werden wir auf jeden Fall auf Standard spielen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Intro. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Todesfällen. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Ja, dann starten wir mal hier in dem Apartment von Jill. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus, muss ich sagen. Viele kennen bestimmt schon Resident Evil 3, ich auch. Aber es gibt bestimmt Leute, die das noch nicht kennen. Ja, wer Resi 2 gesehen hat, der weiß natürlich, wer diese Person ist. Und zwar Annette Birkin. Hier sehen wir auch das Bild von den Stars von früher. Ja, da sieht man direkt, ja, mit der Sonnenbrille Albert Wesker. Ja, da kriegen wir auch noch mehr zu tun mit in den nächsten Teilen. So, wir gehen erstmal hier durch. Schauen uns das mal an. Hier ist erstmal das schöne Badezimmer. Yeah.
War natürlich nur ein Albtraum. Wer hätte das gedacht? Sonst wäre ja das Spiel schon vorbei, wenn die schon jetzt gestorben wäre. Noch 3 Tage kann mich diese Stadt mal. Ja, noch 3 Tage. Mal gucken, ob das auch auf 3 Tage bleibt. Hier sind ein paar Nachrichten. Aber damit wollen wir uns jetzt auch nicht befassen. Wir müssen direkt wieder ins Badezimmer. So wie vorhin auch eigentlich. Und dann müssen wir den Schalter betätigen. Ja, 28. September, 20.07 Uhr, Raycon City. Und schon klingelt das Telefon. Wer kann das sein? Ja, am Anfang muss ich natürlich ein bisschen öfters die Cam wegmachen, ist ja klar. Wegen die ganzen Videosequenzen. Da ist ja schon fast alles eine Videosequenz. Ah, hier sehen wir nochmal. Notizen zur Ermittlung. Umbrella, Pharmakonzern, höchster Marktanteil der Branche. Verstärkte Entwicklung von militärischen Waffen unter dem Deckmantel der medizinischen Forschung. Zudem geheime Entwicklung lebendiger Biowaffen. E-Virus, Ausbruch in Arklay-Forschungseinrichtung, fand noch von dem Willenszwischenfall statt. Zusammenarbeit mit der Führung von Raycon City, große Spenden an der Bürgermeister waren. Ja. Kontrolliert praktisch die Stadt. Jills Bericht, 26. September 1998. Ist ein nervter Telefon gerade. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits 2 Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir oft erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte Dienst sein, den ich als STARS-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass er hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Okay. Das T-Virus. Die von dem Virus Infizierten scheinen sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über verschiedene Arten zu verbreiten. Ein Biss von einer infizierten Person durch den Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Ja, Kontakt mit Krähen, die infizierten Aas gefressen haben. Aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine aerogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Man sollte jedoch beachten, dass bei den Überlebenden des Vorfalls noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob dies daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchungszeit wachsam bleiben. Was mich anbelangt, so bin ich abgesehen von ein paar Schlafproblemen in guter Verfassung. Sollte dennoch nicht so hoffnungsvoll sein. Immerhin könnte dies nur eine verlängerte Inkubation sein. Ja, kann alles sein, ne? Offener Umschlag. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr von ihrem Fenster aus. Sind das Irons Männer? Umbrellas? Ich weiß es nicht und es macht auch kaum einen Unterschied. Ich weiß, was die zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern, wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe. Es funktioniert, ich esse kaum, kriege kaum Schlaf. Drehe langsam durch, fühle mich wie ein lebender Toter. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde oder was immer die auch mit den Leuten mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlungen dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts hier rausgebracht, in 5 Tagen. Wünsch mir Glück. So, jetzt gehen wir mal zum Telefon. Klingelt auch die ganze Zeit. Im Moment. Derjenige wartet schon Ewigkeiten, würde ich mal sagen. Aber jetzt gehen wir mal endlich dran.
Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Ja, die Zeit, der Anfang einer verfolgerischen Beziehung, würde ich mal sagen. Ja, ich lasse jetzt einfach die Sequenz, weil man müsste ich jetzt, sagen wir mal, alle 5 Sekunden müsste ich jetzt einmal wegmachen. Deswegen lasse ich das jetzt einmal hier, die Cam. Deswegen, die geht auch nicht sehr lange immer, die Sequenz. Oh, der fällt gleich runter anscheinend. So. Okay, Inventar und so können wir noch gar nicht gucken. Und weiter geht's. Nur ich halt werd aber dabei trotzdem nicht reden, wenn die Sequenz läuft. Und weiter geht's. Ja, mal sehen, wie lange der uns verfolgt, jetzt der Nemesis. Vibration nervt ein bisschen bei mir. Muss mal gucken. Kann man die Vibration ausschalten? Ja. Hier haben wir sie doch. Direkt ausschalten. Weil das irritiert mich gerade ein bisschen, die ganze Zeit die Vibration. Spielziel aus der Stadt flüchten. Hier drüben! Brad! Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den 2 letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Ja, wer ihn nicht kennt, Brad Vickers. Wie ist das alles so schnell passiert? Auch einer der Stars. Nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Das ist wie Arkley, nur viel schlimmer. Tja, da geht's ruckzuck, Jill. Brad! Pass auf! Hier rein! Da müssen wir hinterher. Ja, der arme Brad Vickers. Wurde leider gebissen. Sorry.
Ah, der erste Zombie. Ja, wir rennen aber hier weg, weil das macht sowieso keinen Sinn, jetzt den anzugreifen, den Zombie. Von daher, gehen wir jetzt einfach mal weiter. So, immer weiter könnte jetzt einfach weggehen, aber man kann den auch noch ab und zu öfters mal ansprechen. Sir, wie heißen Sie? Ich kann Sie nicht zurücklassen. Dario Rosso. Ja, sicher. Du willst doch nur mal versteckt für dich. Such woanders, Fräulein. Fräulein. Ja, und da geht immer so weiter. Können Sie mich bitte abregen? Ich bin von der Polizei. Wir wollen Ihnen helfen. Oh ja, das habt ihr ganz toll gemacht. Du willst helfen? Kannst du einen der Freaks Handschellen anlegen? Sir, das ist Ihre letzte Chance. Niemand sonst kommt Sie holen. Ich gehe nirgendwo hin. Lieber verhungere ich hier drin, als von einem dieser Untoten gefressen zu werden. Jetzt lass mich in Ruhe. Ja, jetzt können wir den in Ruhe lassen. Wir können ihn auch nicht mehr ansprechen. Wir gehen auch weiter. Ah, Pistolenmunition mal 7. Oh, eine schöne Sache. Brauchen wir ja sowieso. Oh, das ist ein Hundi. Von den Hundis möchte ich aber jetzt nicht gebissen werden. Ja, hier müssen wir hier durchlatschen. Weil durchkriechen besser. Wie gesagt, ich würde jetzt sagen, diese Sequenzen lasse ich jetzt. Also, wie gesagt, ey, da muss ich alle paar Sekunden die Facecam wegmachen. Aber das mache ich dann auf jeden Fall bei den nächsten Hauptsequenzen dann. Da werde ich das auf jeden Fall. Oh, da kommen direkt die Zombies an der Dackel. So, jetzt. Alles Mist. Das wollte ich natürlich nicht, dass er uns beißt. Aber hat er uns eiskalt erwischt, würde ich mal sagen. Wollen wir mal im Hubschrauber einsteigen? So, ah. Fing an, verdammt. Ja, der kommt immer näher. Der Nemesis. Jetzt bin ich dran, Arsch. Heftiger Bursche, der Nemesis. Ich kann euch sagen, ab der nächsten Sequenz mache ich dann wieder Facecam weg.
Langsam. Ich helfe dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bring wir dich in Sicherheit. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Ach, komm schon. Ja, der ist in Carlos. Welcher Idiot hat hier zugemacht? Aber hat er ja auch schon erwähnt. Wir müssen leider einen Umweg nehmen. Hey, was weißt du über dieses Monster? Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Ja, der Carlos mit seinen Sprüchen. Hör zu, ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Wow. Wovon redest du da? Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Komm, hier geht's lang. Ja, da haben wir den Zug. Ich guck mal kurz herum, ob hier irgendwas noch rumliegt. Aber ich glaube eher weniger. Nee, ich glaube nicht. Hier liegt nichts rum. Na, dann gehen wir mal im Zug rein, oder? Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos. Du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Superkopf. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut. Ja. Da finden wir Vorräte. Ja, wir helfen jetzt. So gesehen, ja, Umbrella kann man nicht sagen. Ja, da ist Umbrella. Aber hier die Truppe von... Die haben ihn ordentlich zugesetzt. Die Truppe von Umbrella. Aber ich sag mal so, das sind so die Guten. Also die beiden zumindest auf jeden Fall. Wir werden auch noch andere kennenlernen. Aber seid mal gespannt. UBCs Munitionshandbuch. UBCs Handbuch zur Munitionsherstellung. Auf dem Schlachtfeld ist eine Knarre ohne Muni so nützlich wie ein feuchter Furz. Wenn ihr da draußen nicht abkratzen wollt, hämmert euch diese Kombination ins Hirn. Pistolmunition, zweimal Schießpulver, Flintmunition, Schießpulver und hochwertige Schießpulver. Und Magnummunition, zweimal hochwertige Schießpulver. Wenn ihr euch ausgestattet habt, kann die Party starten. Gebt diesen untoten Drecksäcken was zu fressen. Passt nur auf, dass ihr nicht selbst zum Nachtisch werdet. Ja, das versuchen wir natürlich. Na, haben wir hier irgendwas? Ne, ich glaube nicht, ne?
Die Karte benutzen, ja, ja. Das ist genauso wie bei Teil 2. Blau, geklärt, rot, da liegt noch was. So einfach ist das. Na, deswegen, die Folge wird Überlänge haben, aber ist auch nicht schlimm. Die erste Folge halt. Da kann ruhig mal Überlänge sein. Titelseite einer Boulevardzeitung. Die Kannibalenmorde, die ganze Geschichte. Im Morgengrauen des 25. September erhielt das RPD einen verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldete. Ein als wie ein Herumtreiber zersausten Mann griff einen Passanten nördlich des Lambs Museum of Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei Müllcontainern in der Nähe die verstümmelten Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper und sie war zerstückelt worden, was nahelegt, dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich diesen Monat in Raccoon City ereignete. Wer ist also der Täter? Wer kaut auf Menschensteak? Wir von News Comet haben das nagende Gefühl, dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelt, sich nicht mit dem Cafeteria-Essen zufrieden geben. Unsere Reporter haben das Spencer's Memorial infiltriert, harte Fragen gestellt und sind mit Horrorgeschichten zurückgekommen, bei denen sich einem der Magen umdreht. Erfahren Sie alles auf der nächsten Seite. Aber wir haben keine hier nächsten Seite. Von daher. Jill, hier Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterberg, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Ja, beeilen wir uns. Den Strom im Unterberg wieder anschalten. Das ist ja unser nächstes Ziel. Jetzt kriegen wir hier noch ein paar Sachen. Grünes Kraut. Hier haben wir noch mal ein Cheesepulver. Hier auch noch mal. Ja, der Gute ist, hier hält das Messer ewig. Hier brauchen wir nicht immer ein neues Kampfmesser. Ja, Objekte kombinieren. Kennen wir alles auch aus Resi 2. Hier rot und grün. Ja, hier brauchen wir extra ein Spezialwerkzeug, sagen wir mal. Aber das finden wir auch noch. So, hier haben wir UBCs Kräuterfeldhandbuch. Hier beim UBCs brauchen wir keine Weicheier, die bei jedem kleinen Kratzer zurück zur Basis kriechen. Wenn ihr jemanden wollt, der eure Wehwehchen wegküsst, versucht es woanders. Große Jungs mischen sich ihre Arznei selbst. Also hämmert euch diese Rezepte in den Schädel. Starke Mixtur, grünes Kraut zweimal. Ultra starke Mixtur, grünes Kraut plus rotes Kraut oder grünes Kraut mal 3. Erste-Hilfe-Spray, das könnt ihr nicht selber herstellen. Wenn ihr eins seht, schnappt es euch. Das sollte alles gewesen sein. Jetzt Schluss damit und holen wir uns das Bier. Ja, dann holt euch mal ein Bierchen, würde ich mal sagen, ne? Haben wir hier sonst noch was? Ja, ich glaube schon. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal. Das kennt man auch noch aus dem alten Teil. Könnte ich starten, wenn ich das richtige... Da müssen wir wahrscheinlich Rubine wieder reinpacken. Und dann geht das auf. Aber liebe Leute, ich würde sagen, das war's schon. Das war's mit der ersten Folge. Wir können hier direkt speichern. Weil ich habe das ja nur mal zum Reingucken. Und ja, wenn euch das Projekt gefällt, lasst gerne mal eine Bewertung da. Oder einen Kommentar gerne auch. Und wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst auch gerne ein Abo da. Würde mich auf diese Unterstützung freuen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge hier mit Jill zusammen. Ich sage tschüss. Bis dann.